Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, um eins vorab klarzustellen, ich bin nicht der Kollege, der den Buchdruck von Grund auf kennt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich hier nicht zu den digitalen Büchern reden darf, sondern was zu den Online-Portalen zu sagen habe. Insofern macht das ja dann auch Sinn letzten Endes. Ja, wer von uns nutzt nicht Online-Portale? Wahrscheinlich auch fast alle hier. Und in aller, okay, Frau Künast nicht, das ist dann schon mal geklärt. Aber die meisten anderen halt, und wir nutzen sie natürlich nicht nur zur Information, sondern es werden in aller Regel auch Buchungen und ähnliche Dinge darüber getätigt. Und ja, es macht natürlich Sinn, Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen an der Stelle und dafür Sorge zu tragen, dass Transparenz, dass vernünftige Regelungen und Richtlinien gelten. Und nein, das ist auch keine Unterstellung, dass alle Online-Portalbetreiber Verbrecher wären und das Ganze ausnutzen würden, sondern es ist einfach die Notwendigkeit im Geschäftsleben, und das ist auch ein Teil des Geschäftslebens für die Verbraucher, so etwas wie Augenhöhe herzustellen. Da gehen wir durchaus mit, überhaupt keine Frage. Wo uns Ihr Antrag ein bisschen zu weit geht, auf der einen Seite, ist, dass er so ein wenig den Eindruck vermittelt, dass der Bereich Online-Portal und Internet sich möglicherweise in einem komplett rechtsfreien Raum bewegt. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir haben natürlich Rechtsregelungen, die auch da gelten. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist eine solche Regelung. Und es ist ja erst vor kurzem sogar ein Urteil gefallen, das in der Richtung sehr deutlich geurteilt hat, bei einem Versicherungsportal, welche Offenlegungspflichten da sind. Das heißt, es gibt Rechtsregelungen. Einiges von dem, was Sie erfasst haben, ist auch durchaus durch diese Rechtsregelungen erfasst. Und es gibt einen zweiten Punkt, an dem Ihr Antrag aus unserer Sicht auch in die falsche, nämlich in die nationale Richtung zielt. Viel von dem, was Sie ansprechen, muss eigentlich nicht auf unserer Ebene, sondern auf der europäischen Ebene geregelt werden. Und auch die EU, das muss man sagen, schläft an der Stelle ja nicht. Wir wissen, dass sie gerade, ich glaube, das ist sogar mit dem Begriff Fitnesscheck bezeichnet, dass sie gerade wieder eine Expertise in Auftrag gegeben hat, die genau in der Richtung, in der ihr Antrag aufläuft, prüfen soll, inwieweit Verbraucherschutz wirklich ausreichend greift. Wir erwarten die Ergebnisse dieser Überprüfung im zweiten Quartal, und aus unserer Sicht macht es Sinn, unabhängig von der Frage, wo und auf welcher Ebene was zu regeln ist, diese Ergebnisse abzuwarten, um sie dann in vernünftige Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Vor diesem Hintergrund werden auch wir Ihrem Antrag nicht zustimmen und aber selbstverständlich weiterhin den Verbraucherschutz, auch bezogen auf Online-Portale, sehr hoch einschätzen und aufrechterhalten. Dankeschön. Vielen Dank. Damit sind wir ans Ende der Debatte angelangt. Und